Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News immer mit einem weiteren oder besser gesagt dem letzten Guide zum Goat Simulator. Und zwar, nachdem wir jetzt schon alle Sammelgegenstände haben, heißt es jetzt, die letzten Erfolge aus dem Weg zu räumen. Das sind 9 Stück an der Zahl. Wir fangen an mit einer Geschichte über meinen Fahrstuhl. Das bedeutet, wir müssen hier auf dieses hohe Haus hier drauf, ohne den Fahrstuhl zu benutzen. Genau, richtig. Deswegen eine Geschichte über meinen Fahrstuhl. Und dann macht es am besten so, also ich habe mehrere Varianten. Also man kann hier versuchen, wenn man jetzt hier in den Rectal-Modus schaltet, dann fliegt man einfach eine ganze Ecke weiter höher und kommt dann hier auf diese Dinger drauf. Also eben gerade ging es auch ohne Rectal. Ihr könnt jetzt auch Rectal einschalten und dann, glaube ich, bis nach hier ganz oben durchfliegen. Ist mir irgendwie zweimal misslungen, deswegen habe ich es dann auf diese Standard-Variante gemacht. Und schon haben wir den ersten Erfolg in der Tasche, eine Geschichte über meinen Fahrstuhl. So, dann können wir gleich hier direkt den nächsten Erfolg machen, indem wir diesen Typen hier einmal umhauen. Genau, richtig. Gib dein eigenes Konzert. Ziegen sind so. So, damit sind schon 2 von der Liste heruntergestrichen. Wenn ihr dann pfiffig seid, dann geht ihr hier um die Kurve herum und nehmt da oben die Batterie mit. Ich war leider nicht so pfiffig, sondern bin runtergesprungen. Ja, Dinge passieren, weil die Batterie werden wir später auch noch auf alle Fälle brauchen. Und zwar jetzt für den Erfolg, den wir jetzt gleich direkt machen. Und zwar müssen wir an der Achterbahn lecken mit 6 angeschlossenen Batterien. Ja, dafür müssen wir alle 6 Batterien besorgen. Ja, und an der einen bin ich gerade vorbeigerannt. Ja, Dinge passieren, sage ich mal. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen zur ersten Batterie. Ah. Gut, falscher Weg. Sorry dafür. Von hier aus komme ich nicht drüben ins Restaurant. So, ins Restaurant müssen wir rein. Da gehen wir hier lang. Ich nenne es einfach Restaurant. Ich weiß es gar nicht. So, hier. Nee, es ist kein Restaurant. Wurscht. Ich habe es jetzt so genannt. So, dann gehen wir jetzt also wieder da hoch, wo wir gerade schon waren. Ja, jetzt mache ich es im Rectal-Modus. Und da seht ihr, da kann man, fliegt man eine ganze Ecke höher. Jetzt habt ihr auch gleich beide Wege gesehen, wie man hier hochkommt. Also einmal die Standardvariante mit über den Lüfter und dann im Rectal-Modus halt direkt hier hoch. So, jetzt nehmen wir diesmal die Batterie wirklich mit, statt einfach runterzufallen bzw. runterzuspringen. Ich mache jetzt extra Zeitlupe an. Empfehle ich euch sowieso generell immer so bei Kanten oder so, macht auf jeden Fall Zeitlupe an. Nicht, dass ihr da irgendwie blöde runterfallt und dann, ja, der Weg wieder neu auf euch wartet. Und auch generell seid vorsichtig, gerade wenn ihr diese Batterien über weite Wege schleppt. Also ich habe es wirklich so gemacht, ich musste zweimal neu starten, einfach deswegen, weil mir eine Batterie komplett abhanden gekommen war. So, jetzt sind wir schon fast da bei der Achterbahn. Wie gesagt, 6 Batterien müssen wir insgesamt anschließen. Die erste haben wir jetzt gerade hier schon fast da. Ja, ist manchmal so ein bisschen hakelig, ob das Ding wieder irgendwo an irgendeiner Ecke hängen bleibt oder nicht. Na, da bleibt er schon hängen, genau richtig. Das ist das, was ich gerade meinte. Na, jetzt kommt er. Okay. Na, die muss da drauf. Ne? Das sind diese 6 Dinger, diese 6 Felder, die müssen wir dann noch ein bisschen rüberschieben. Ne? Also mal ein bisschen springen. Ja, sie muss in die Nähe, das reicht, dann wirps genau so. Dann ist er automatisch eingedingst. So, die nächste Batterie ist hier gleich direkt vor unserer Nase. Da gucken wir schon drauf. Oh, die ziehe ich jetzt einfach rückwärts, weil dann fliegt sie nicht so wahnsinnig weit durch die Gegend und fällt nicht an der Seite runter. Und dann kriege ich sie wenigstens wieder über diese Holz, ja, keine Ahnung, über diesen Holzweg. Bleibt ja schon da wieder hängen. Also so klein, so ab und an kann das Spiel schon ein bisschen nervig sein, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir sie schon fast da, noch ein bisschen. So, 2 von 6 sind angeschlossen. Dann holen wir mal die nächsten 4 Batterien. Ach, ja, und rennen erstmal gegen das Auto. So, hier waren wir ja gerade schon gewesen. Bei dem Hotel sozusagen, bei dem Restaurant. Hier ist die nächste Batterie versteckt. Und jetzt hier probieren vorsichtig um die Kurven rum, damit das Ding ständig hängen bleibt. Und dann, wenn hier wieder freie Pläne ist, können wir auch wieder Gas geben. Hier vorne ist so eine kleine Rampe. Am besten, ihr springt da immer rüber. Dann geht eigentlich am wenigsten schief, sage ich mal so. So, die Hälfte ist geschafft.
für mehr Power. So, dann müssen wir hier diese Mauer hochlaufen. Denkt dran, Gegenspringen A gedrückt halten. Nicht so, wie ich das gerade mache. So, genau, so sieht ein Mauerlauf aus. Hat so mal gerade eben gereicht, da hochzukommen. Wunderbar. So, da ist er. Nummer 4. So, zwei Stück müssen noch geholt werden. Ja, der Erfolg zieht sich so ein bisschen. Das ist, glaube ich, echt hier beinahe so der längste Erfolg im Spiel. Aber ich finde sowieso, hier im zweiten Level sind die alle doch schöner angelegt als im ersten. Als in Goatville, genau. Goatville war der erste Level. Das hier ist ja Goat City Bay. So, auch wieder hierhin zurück. Hier wollen wir schon, ob die eine oben vom Dach holen und hier unten beim Tresen, da ist die nächste Batterie. Ja, sie hängt. War klar, da an dem Tresen hängen geblieben. Ja, passt bloß auf mit den Batterien. Also, das war jetzt eben gerade schon wieder beinahe unbedacht, dass ich dagegen gerannt bin. Weil, wie gesagt, zwei sind mir verschwunden irgendwo im Fußboden. Eine im Meer, eine im Fußboden. Deswegen gehe ich jetzt ja auch außen rum, statt übers Wasser. Wäre ja auch gegangen, aber sicher ist sicher. Ah, jetzt auch noch zu kurz gesprungen. Dinge passieren. Wenn es nicht läuft, dann auch wirklich gar nicht. Hätte ich jetzt schneiden können, aber da es nur ein paar Sekunden sind, dachte ich mir, ach, wurscht, passt schon. So, eine noch. Eine fehlt uns noch, zum Glück. Habe ich jetzt hier mal kurz einen kleinen Schnitt reingemacht. Das ist nämlich ganz weit oben am Anfang, wo wir starten in Goat City Bay. Genau auf dieses gelbe Haus hier oben müssen wir drauf. Jetzt habe ich hier mal kurz zweifach vorgespult. Ich dachte eben gerade echt, dass ich wirklich hier über diese Feuerleitern komme. Bis ich dann hier das Trampolin entdeckt habe. Über das Trampolin rauf aufs gelbe Haus. Theoretisch. So, einen haben wir noch. Einer geht noch. Immer geht nur einer. So, genau, mit Rektor fliegen wir besser. Und sind oben. So soll es sein. So, ein bisschen höher müssen wir noch. Für die letzte Batterie. Hier vorne auf der Ecke gleich liegt sie. Ist hier im Dunkeln ein bisschen schwer zu erkennen. Einfach mit X die Zunge rausstrecken und wenn es steht lecker an Batterie, dann wisst ihr, aha, wir haben es richtig erwischt. So, das mit dem Feuerwerk war keine Absicht, aber hat mich gut in die richtige Richtung gebracht, sag ich mal. So, dann hatte ich hier erst wirklich tierische Angst. Ich denke, oh nein, jetzt bin ich irgendwie im Boden festgebackt. Sieht ja auch wirklich so aus, aber ich werde gleich da wieder aus dem Boden herauskommen. Zum Glück, da stehe ich wieder auf der Straße, da wo ich hingehöre. Mit der letzten Batterie. Das waren übrigens die beiden Male, wo es mir Batterien verschwendet, entschwunden sind, auch die letzten beiden gewesen. So, jetzt haben wir alle 6 Batterien angeschlossen. Das reicht natürlich noch nicht. Wir sollen ja an der Achterbahn lecken, wenn alle Batterien angeschlossen sind.
Dazu müssen wir hier an der Seite. Jetzt hänge ich hier gerade irgendwie so ein bisschen fest. Hier kommt der Fahrstuhl runter. Da kommt der Fahrstuhl runter, der uns hochbringt zur Achterbahn. Oder besser gesagt, an der Achterbahn sind wir, aber zu den Wagen der Achterbahn natürlich. Kurz geduldig sein, da ist er. Ihr könnt auch reingehen, das geht auch. Das haben wir ja im Collectible Guide gemacht, sind wir reingegangen, um oben den Sammelgegenstand abzuholen, der sich hier, wie gesagt, wenn wir hier hochkommen, gleich links von uns befindet. So, ich lege jetzt einfach mal hier munter vor mich hin. Irgendwie werde ich da schon treffen. Da haben wir es getroffen. Und da ist der Erfolg. Ist das eine Ziege? Ja, wie gesagt, das Ding, das war jetzt wirklich richtig lang. Es hat ja fast den kompletten Guide eingenommen. Alles andere wird kürzer. So, dann machen wir mal hier mal kurz einen Zeitsprung. Wieder zurück an den Anfang, dort, wo ihr normalerweise startet. Und jetzt holen wir uns den Erfolg. Wieso bist du denn da reingetreten, Igitt? Dort wieder runter Richtung Achterbahn gehen, auf alle Fälle. Ist ja eigentlich, glaube ich, mal alles sehr, sehr gut zu erkennen. Nur, dass wir auf der Brücke diesmal abbiegen werden. Oh. Kleiner Blick, nicht diese Brücke, die nächste Brücke. An der nächsten Brücke, da müssen wir hin. Genau hier, in dieses Abwasserloch. Da wollen wir rein. Ich habe hier gerade schon wieder ein bisschen Zeit über angeschmissen, damit ich auch wirklich hier auf dem Rand der Brücke lande. So. Eigentlich möchte ich hier nämlich gerne direkt rein. Ich glaube, es gelingt mir nicht. Naja, ein Versuch war es wert. So, und wupps, sind wir drin. Also, ja, sie hat sich da gerade wieder so ein bisschen reingebackt. Und wenn wir hier schon drin sind, dann gehen wir gleich geradeaus weiter und holen uns nämlich den nächsten Erfolg. Das geht jetzt hier gleich wieder ruckzuck, Schlag auf Schlag. Und zwar Kämpfe gegen die Schildkröten. Lingling in den Kampf zieht, Kämpfe gegen die Schildkröten. Die Typen hier umhauen, wupps, gibt's einen Erfolg. Und dahinter habt ihr das vielleicht schon golden leuchten sehen auf der rechten Seite. Da ist auch das Sammelobjekt. So, dann auch hier wieder ein Schnitt, wieder zurück, draußen auf dem Parkplatz Richtung Achterbahn, oder besser gesagt Richtung Riesenrad. Und zwar brauchen wir jetzt einen Reiter, ums Katapult zu besteigen, so, deswegen hauen wir den hier weg. Und dann springt der Typ auf uns drauf, jetzt müssen wir den mitschleppen bis zum Katapult. So, hier vorne den Berg hoch, hier rechte Seite, da ist das Katapult, da mit dem Typen rein, da ist übrigens auch wieder ein Sammelobjekt, falls ihr es noch nicht habt. Ich habe es diesmal auch geschafft, dran vorbeizugehen, weil ich habe erst die Erfolge gemacht und dann die Collectibles und deswegen war ich ganz froh, dass ich das Ding hier nicht eingesammelt habe. So, da ist er, der nächste Erfolg, Walküre, 6 von 9, da waren es nur noch 3. Fliegen wir wieder ein bisschen blöd durchs Wasser. Das ist sowieso... Ich bin jetzt wieder hier oben am Anfang des Levels. Ich musste sowieso, um diesen Reiter loszubekommen, irgendwie sowieso einen Neustart machen. Deswegen, wenn wir schon hier oben sind, dann können wir auch gleich ganz hier rum auf die rechte Seite der Map. Dort wird sich nämlich dann gleich da unten der erste Block befinden. Der zweite ist dann praktisch direkt gegenüber und der dritte dann unten am Wasser. So, da war Block Nummer 1. Jetzt weg von dem Vieh. Und dann, wie gesagt, ganz quer gegenüber sozusagen. Einfach echt nur von hier aus, nur geradeaus rennen. Dann kommt ihr zum nächsten Block hin. 3 Blöcke müssen wir finden. Ist diesmal nicht ganz so lang wie die Sache mit den Batterien. Geht dann doch relativ fix. So, dann hier rüber, über das auch immer, was immer das auch hier sein soll. So richtig, weiß ich nicht, was das darstellen soll hier, dieses Blaue.
So, und dann hier oben ist der nächste Block hier zwischen den Bäumen da. Genau richtig. Und jetzt von hier aus praktisch geradeaus runter ans Wasser. Deswegen habe ich den Weg gewählt. Das ist irgendwie, finde ich jetzt am sinnvollsten, weil man nur zweimal geradeaus geht eigentlich. Auch wenn es so relativ weit dann doch über die Map verteilt ist. So, da ist er, der letzte Block. 3 von 3 eingesammelt, finde alle Blöcke, haben wir erledigt. Wir sind jetzt eine Bauziege. Hier haben wir es besser gesagt, haben wir den entsprechenden Erfolg freigeschaltet. 7 von 9. 2 warten noch im Level hier auf uns. Aber zum einen haben wir den Hut-Simulator. Auch für den Hut-Simulator müssen wir jetzt erstmal eine ganze Menge Zeug einsammeln. Und zwar brauchen wir 6 mal Geld. So, dazu springe ich gleich hier rüber, weil hier vorne am Stand, da haben wir nämlich schon das erste Mal die Kohle liegen. Das heißt, am Stand und hier drin ist auch noch eins, aber wir holen jetzt erstmal das Geld hier vom Stand. Oh, und jetzt hier ganz vorsichtig, ne? Hier lecke ich mich hier tot, um das Geld wieder freizulegen. Deswegen vielleicht für euch auch, geht mit Zeitlupe an den Stand ran, dann kommt ihr vielleicht einfacher ans Geld. Da liegt es ja schon, da liegt es, das Geld. Lecke Blumentopf ist falsch, also ziehen wir erstmal hier alles beiseite, wo wir falsch dran lecken. Ah, jetzt haben wir den Stuhl. So, jetzt haben wir die Blume, aber gleich haben wir das Geld freigelegt. So, nochmal ein Brett, das auch weg beiseite. So, lecken Geld. Wunderbar, so soll es aussehen. Und ab mit dem Geld in den Hutsalon. Und dann müsst ihr es hinterm Tresen abgeben, die Kohle. Genau, wenn ihr diesen Hut-Simulator bekommt, dann wisst ihr, ihr habt die Kohle abgegeben. So, jetzt müssen wir noch 5 weitere Geldscheine einsammeln. Wie gesagt, hier unten in der Lobby ist auch einer drin. War es nur einer? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da auf dem Tresen liegt da. Ja doch, war nur der eine. War nur der eine. Die anderen 4 sind woanders. Zum Glück relativ nah beieinander. Also es ist jetzt hier nicht wie bei der Sache mit den Batterien, dass es so ein langer Weg ist. Also es ist doch alles relativ dicht am Hutsalon dran. So, Hutsimulator 2. 4 Hüte sind noch zu befreien. Also 4 mal Geld noch zu holen. Dazu gehen wir hier um die Kurve und hier ist ein kleines Café und da liegen komplett die restlichen Scheine auf den Tischen herum. Da seht ihr schon 3 mal Geld liegen und 4 mal da hinten in der Ecke. Also der 4. ist hinten in der Ecke. Und jetzt probiere ich halt hier auch, also mache ich wieder Zeitlupe an, um wirklich hier so wenig Verwüstung wie möglich zu machen, damit man sich halt, wie gesagt, nicht wieder dumm und dämlich lecken kann, um dann halt auch das Geld zu nehmen. So, jetzt haben wir hier leider nicht das Geld erwischt beim Lecken. Lecken Blumentopf, das war so nicht geplant. Beiseite gelegt. Ja, schön die Zeitlupe an, dass ihr hier nicht alles durch die Gegend rauscht wie bekloppt. Oh, ist das Geld hier gleich hängen geblieben? Oh, lecker Stuhl. Lecker Geld. Da haben wir erwischt den Schein. Oh, jetzt machen wir es mit einem Sprung da raus aus der Geschichte. Und wieder im Hutsalon abgeben. Wunderbar. So, dann müssen wir noch 3 mal da hinten wieder zu diesem kleinen Kaffee hin, sag ich mal. Und dort noch die anderen Scheine holen. Und dann können wir uns 6 Hüte kaufen. Ich werde gleich schon mal die ersten Hüte kaufen. Dann seht ihr schon mal. So, hier wieder schön brav in Zeitlupe, möchte ich hier auf den Tisch drauf. So, und eigentlich sollte es ja passen, dass ich das Geld lecke. Ja, wunderbar, perfekt, so soll es sein. Und gleich wieder mit dem Sprung raus, damit ich wieder da bloß nichts drin kaputt mache. Jetzt bleibt Geld an dem Ding hängen. Definitiv eins von den bisschen nervigeren Spielen, finde ich jedenfalls. So, jetzt wieder hinter den Tresen damit.
den Hutsimulator abholen. Ups, erledigt. So, jetzt können wir mal ein paar Hüte mitnehmen. Alle sechs liegen da ja in der Auslage. Das ist der erste. Bist ein Zauberer. Und weil ich das so cool fand, dachte ich mir, oh, jetzt will ich die anderen Hüte auch gleich nochmal sehen. Also wieder rein in die Bude. Und noch die drei, die wir noch bezahlen können, weil viermal Geld haben wir jetzt ja gehabt, mitnehmen. Obwohl die jetzt aufeinander gestapelt jetzt nicht so schön sind. Nein, den kriegen wir nicht. Da müssen wir jetzt erst noch Geld holen. Lecken Geld, gleich wunderbar geklappt, ne? Aber es bleibt liegen. Lecken Tisch. Lecken Geld, wunderbar. Das fünfte Geldscheinstapelchen für uns. Abgeben, so noch einmal zurück. Für das letzte Geldbündel. Das lag ja auf dem Tisch dort, wo die Personen dran sitzen. Ja, genau richtig, wo die beiden da dran sind. Ja, ich stelle hier wieder auf Zeitlupe, damit ich nicht allzu viel umhaue, ist so meine Hoffnung. Ja, erstmal den Stuhl beiseite geräumt. Eine ordentliche Ziege. Ja, das war dann leider nicht. Das war Lein. Lein, die Dame heißt wohl Lein anscheinend. Und nochmal probieren. Ich will die Kohle. Lecken Tisch. Nein, das ist doof. Lecken geht. So muss es sein. Perfekt. Raus hier. Ab zum Hutgeschäft. Und das letzte Mal das Geld abgeben. So, Hutsimulator nochmal und jetzt kommen die beiden anderen Hüte. So, da bin ich gleich mittig drauf gesprungen, haben wir erwischt, wunderbar, da ist der Erfolg. Das war der Hutsimulator. So, der nächste Erfolg und letzte Erfolg. Der wollte partout bei mir nicht freischalten, deswegen habe ich jetzt hier wechseln müssen auf den Account von meiner Frau. Weil, also ich habe ihn laut True Achievements, habe ich ihn, aber laut meiner Erfolgsliste ist er nicht drin. Wie gesagt, muss ich hier den Account wechseln und dann ging's. Also ich hoffe, dass es euch nicht so geht wie mir. Aber wie gesagt, also ich habe genau das richtig getan. Ich habe es ja auch hier gemacht, aber trotzdem hat es nicht funktioniert. Deswegen halt nochmal vom Levelstart hier halt runter diesen Weg gehen und da vorne in diese Werkstatt hinein. Und während ich das hier mache und mich da gleich in dieses Gerät reinstelle, ich habe das sicherheitshalber vorher gemacht, Lecken am blauen Kristall. Ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe auf meinem anderen Account nicht bekommen, den Erfolg. Ich weiß nicht warum. So, das war's. Da ist er fertig. Pop. Seht auch deswegen die rosa Farbe, das ist die Farbe meiner Frau. Da ist der Erfolg freigeschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Wenn dem so war, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und ansonsten natürlich abonniert den Kanal, dann verpasst ihr hier kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.